Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal zusammen in die Look Fantastic Beauty Box aus dem Monat November. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Look Fantastic Beauty Box ist eine Beauty Box, die aus England zu uns kommt und sie kostet ab 17 Euro pro Box und pro Monat. Und da ich eine Box immer zugeschickt bekomme, verlose ich immer die, die ich selber im Abo habe. Also auch in diesem Video. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal dort rein. Da habe ich immer sehr viele Infos drin stehen. Unter anderem auch die Links zu den aktuellen Limited Editions. Da gibt es sehr interessante Geschichten, zum Beispiel die Parfüm-Edition oder auch die Black Friday Edition. Also gerne mal vorbeischauen. Auf jeden Fall habe ich hier eine Beauty-Box und ja, ich bin sehr gespannt, was wir hier drin finden werden. Denn im November, es ist ja so eine Übergangszeit. Wir sind noch nicht so glittery, glamoury, also so, dass wir halt noch nicht so wirklich uns irgendwie gutes Festtags-Make-up hier drin wünschen würden, sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht ganz viel Pflege. Das fände ich ein bisschen schade, weil ich bin ja immer so ein Fan von, ja, von dekorativer Kosmetik. Aber mal gucken, vielleicht überrascht mich die Box ja auch. Ihr könnt mit Claudi Welt auch immer auf alles Mögliche dort sparen, halt auch auf das Abo, wenn ihr möchtet. Ne? Schaut dazu auch gerne in der Infobox vorbei. Mensch, so, ich habe jetzt einmal hier die Box geöffnet. Die schaut immer so aus. Hier habe ich dann auch den Flyer, The November Edit. Und da können wir uns gleich mal das Motto angucken, denn es gibt mittlerweile ein digitales Heftchen. Und hier haben wir dann einmal die Produkte aus der Box. Die findet man auch direkt online aufgeführt. Das finde ich immer sehr schön. Und ich bin mal gespannt, ob wir hier auch irgendwie Alternativprodukte oder sowas drin haben. Das gab es damals ja nicht so. Und jetzt gibt es mittlerweile immer mehr sowas, was ich eigentlich schade finde, weil ich es immer cool finde, wenn alles halt fair ist und alle haben den gleichen Inhalt drin. Ne? Ja, den QR-Code kann man ja einfach abscannen mit der Kamera. Das funktioniert easy peasy. Und dann schauen wir mal. So, Katalog, ne? Genau. Wir haben jetzt wirklich ein November Edition Heftchen. Prep for Party Season. Oha, also die Produkte sehen nicht danach aus, als würde ich mich damit auf die Party Season vorbereiten können. Jedenfalls nicht, dass ich irgendwie meine Schminkgeschichte erweitern könnte. Wahrscheinlich denken die halt, nun ja, also die Basis von einem guten Make-up ist ja immer eine gute Pflege. Und das stimmt natürlich. Ne? Das Optimum wäre natürlich, wenn man ungeschminkt einfach aus dem Haus gehen könnte. Ich mache das einfach ganz gerne, dass ich auch ein bisschen was auflege. Nicht immer, habe ich heute noch mit jemandem besprochen. Aber ja, manchmal habe ich da einfach Bock drauf. Ne? Genau, ja, dann gibt es eine Note von dem Team, wo die auch ein bisschen auf die Produkte eingehen. Und wo du halt tatsächlich auch in der Box, in dem Heftchen super viele Informationen bekommst, teilweise auch Interviews und so weiter, ne? Und hier haben wir, ach guck mal, von Frank Body könnte man auf jeden Fall unterschiedliche Produkte drin haben und auch von L'Oreal, Lucky Dip, you will receive two of the following products. Ach so, okay, es gibt doch relativ viele Unterschiede. Finde ich schade, muss ich gestehen. Ne? Nun ja, aber es ist, wie es ist. Und dann ist es halt einfach so. Genau. Also, hier stehen ganz viele Informationen. Reviving your eye contour. Du kannst dir deine Augenkontur auch ein bisschen mit schärfen. Heute habe ich mal ein Kajal verwendet. Macht sehr dunkle Augen bei mir, ne? Ihr seht das auch. Die wirken dadurch sehr klein. Also, damals war ja Kajal so voll mein Ding, aber, also so ganz damals, in meiner Jugend, aber jetzt mittlerweile, Leute, bitter not. Okay, also, Frank Body, da habe ich dieses Produkt drin enthalten. Caffeinated Scalp Scrub, finde ich geil. 125 Milliliter. Ich mag Frank Body, das ist eine witzige Marke, die halt auch immer irgendwie so ein bisschen peppiger unterwegs sind. Ne? Peppig ist auch echt so ein altes, veraltetes Wort. Naja, dreimal pro Woche kannst du es verwenden und das kommt aus Australien und ich verwende gerne so Kopfhautpeelings. Also heute ist zum Beispiel auch ein Hairwash-Day, wie man offensichtlich sehen kann und da werde ich auf jeden Fall auch ein Kopfhautpeeling verwenden. Da habe ich, glaube ich, von Christophe Robin aktuell dieses sehr, sehr schäumende in Anwendung, was ich auch gerne mag. Aber das hier werde ich dann auch mal ausprobieren. Ne? Finde ich auf jeden Fall schon, vor allem Koffein. Oh, ich liebe Koffein. Und Koffein ist ja auch ganz gut für die Haarwurzeln und so. Ja, Molten Brown ist hier auch mit am Start, mit Zypresse und Seefenchel. Das ist so, so ein kleines Duschgel mit 50 Millilitern. Ja,
Ne? Die haben sehr intensive Düfte, sehr schöne Düfte auch tatsächlich. Und das ist ein sehr aquatischer Duft offensichtlich. Sich vor einer Party zu duschen kommt hin. Auch sich nach einer Party zu duschen macht auf jeden Fall Sinn. Dann habe ich von Elemis Superfood Midnight Facial Nourishing Sleeping Cream. Würde ich tatsächlich auch als Nachtcreme dann verwenden. Ne? 15 Milliliter. Und Elemis ist ja auch eine sehr hochpreisige Marke. Und deswegen passt es ganz gut, dass wir das hier in der Box finden. Und ich meine, dass Elemis auch zu The Hut Group gehört, wo ja auch Look Fantastic auch zugehört. Ne? Also ja, deswegen ist es einfach ein Konzern in dem Sinne. Ja, Elemis, schöne Marke, kann man auf jeden Fall gebrauchen. Genauso wie eine schöne Stimme, das wäre immer ganz nice. Do not eat, this is a cosmetic, das finde ich auch ganz interessant. Ja, ich weiß jetzt nicht, womit das genau wirken wird. Ich lese hier auf jeden Fall Süßmandelöl, Shea, Butter, was ich hier so grob überfliege. Ne? Ja. Kann man auf jeden Fall mal machen. So, dann habe ich hier noch drei weitere Produkte drin. Einmal von Y, Leave-In Conditioner, sehr praktisches Produkt, 25 Milliliter. Ich verwende immer irgendwas Leave-In-mäßiges, damit ich halt durch meine Haare besser durchkomme und da halt nicht meine Haare abbreche oder so. Hier hängt ein Haar ab. Und das auf jeden Fall. Und ich verwende auch gerne Leave-In Conditioner. Zum Beispiel heute Morgen habe ich einen verwendet, weil ich mich ja gestern Abend nicht geduscht habe. Also nicht doch geduscht, aber nicht die Haare gewaschen habe. Und dann komme ich halt am nächsten Tag nicht so gut durch die Haare. Und dann ja, mache ich halt einfach einen Leave-In Conditioner rein. Das beschwert die Haare dann zwar ein bisschen offensichtlich auch, aber es hilft einfach, vor Haarbruch zu vermeiden. Genau. Und deswegen ist so ein Leave-In Conditioner auch ganz schön. Wenn man dann ordentlich Headbang war auf der Party, dann hat man auf jeden Fall etwas, damit man da wieder ein bisschen klar mit der Mähne kommt. Ja. Okay, was für die Augen ist natürlich auch super wichtig. Peter Thomas Rot haben wir hier mit 5 Millilitern. Ich trinke mir mal lieber einen Schluck an dieser Stelle. Prost, Leute. Das sollten wir öfters machen. Instantly tightens and firms the look of under eye puffiness. Also das macht dann quasi, dass die Augen weniger geschwollen aussehen. Also für mich ist es halt weniger etwas, um mich auf eine Party vorzubereiten, sondern mehr halt die Nachbereitung. Ist aber ein sehr sinnvolles Produkt. So, jetzt haben wir 5 Produkte hier schon drin gehabt. Jetzt kommen wir zum 6. Und da habe ich was von CRT. Da habe ich euch schon ein komplettes Fullface auch mal zugeschminkt. Und das ist ein Metallic Glitter Eyeshadow in der Farbe Moonshine. Wow, sieht sehr dunkel aus, was ich hier auch so erkennen kann. Ich glaube, für mich ist es jetzt nicht unbedingt das Produkt der Wahl. Also hier sehen wir ja wahrscheinlich, ne, das Produkt auch. Deswegen wird es auch nicht bei mir bleiben. Ich gebe sowas gerne in einem Adventskalender weiter. Also ich packe Adventskalender. Ich weiß nicht, ob schon die Verlosung für den Parfüminiaturen-Adventskalender online ist. Auf jeden Fall gibt es auch noch einen Monolidschatten-Adventskalender. Ich glaube, einen Liquid-Eyeshadow-Adventskalender mit solchen Creme-Pörtchen mache ich halt auch noch. Ne? Also von daher, da geht noch einiges jetzt zum Ende November hin. Also stay tuned, abonniert diesen Kanal. Aber hier haben wir ja schon eine Verlosung mit der Box am Start. Aber ich hau jetzt wirklich raus. Ich will es wissen. So, apropos raushauen. Ich finde, die Look Fantastic Box hat schon irgendwie einen rausgehauen, aber es hat mich nicht umgehauen. Wir haben als größtes Produkt ein Kopfhautpeeling, was ich interessant finde. Ein bisschen dekorative Kosmetik, was aber nur so ein Müh ist. Ja, feiere ich jetzt ehrlich gesagt vom Inhalt nicht so ultimativ, auch wenn die Produkte durchaus brauchbar sind. Habt ihr ja auch bei meiner Bewertung mitbekommen. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, das ist das absolute Highlight und das ist jetzt mega, mega geil. Also schreibt mir aber gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das so seht. Das ist jetzt nur so rein meine Einschätzung von der Monatsbox im November. Wir hatten auch schon deutlich knallendere Boxen von der Look Fantastic Beauty Box. Mal gucken, wie es im Dezember wird. Ich glaube, dass wir da alle nochmal so richtig überrascht werden, weil da hauen die Leute immer raus von den Firmen. Das finde ich auch gut so. Und deswegen freue ich mich sehr drauf, dann auch im Dezember wieder die Box für euch auszupacken. Wenn du Bock hast, mit dabei zu sein und das noch nicht getan hast, wäre es super cool, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Da würdest du mich auch echt hart mit supporten. Und wenn es ja, wenn es das war, dann war es das jetzt hier. Genau, wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.